Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. So, wir müssen jetzt den Angriff von Trinity standhalten bzw. abwehren. Wir haben Jonah verletzt. Konstantin hat Jonah mit dem Messer verletzt. Und den müssen wir hier möglichst schnell wegbringen, damit er das überlebt. Mal gucken. Na, na, na. Aufs Maul, Junge. Ich glaube, hier ist im Nahkampf fast die Schrotflinte besser. Ich sehe hier überhaupt nichts. Das Licht ist so hell. Oh. Na? Oh. Mitnehmen. Als ist Lampe kaputt gegangen. Oh shit. Oh shit, nicht schon wieder der beschissene Hubschrauber. Nee. Ich mag den nicht. Au. Ah. Shit. Das kann ja heiter werden. Aha. Huhuhu. Der ist genau in meinen Schuss reingelaufen, der Vollidiot. Finde ich gut. Können sie öfters machen. Oh, viel Holz. Da ist noch ein paar Heildinger. Ich weiß nicht, ob ich die voll habe. Mal gucken. Ja, die sind voll. Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. What? Och nö, lasst mich doch. Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Oh oh. Treibt sie raus! Alter! Whoa. Oh oh. Das gefällt mir gerade gar nicht so wirklich. Jetzt kann ich keine Pfeile mehr bauen. Ach, so eine Scheiße. Moment, ich habe auch noch Sprengpfeile. Oh oh. Oh, den kann ich mir krapschen. Eingekreist. Ich muss vorsichtig vorgehen. Ich gehe mal vorsichtig vor. Nein, 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 nein. Hier sind überall Löcher im Eis, okay. Da kann ich die wohl ein bisschen verarschen, die Jungs. Hoffe ich zumindest. Sind sie denn? Sieht er mich? Nein, du siehst mich nicht, oder? Da rennt hier aber ganz schön nah darum. Wow. Ich darf da wohl nicht so lange auf einer Ecke sein. Die Jungs verstehen keinen Spaß. Wissen die denn immer, wo ich bin? Könnt ihr das mal sein lassen? Guck mal woanders hin. Oh. Alter. Jetzt will sie nicht mehr tauchen. Zusammen Eis hängen geblieben. Fuck. Okay. Die sind aber schwer auf Draht, die Jungs. Wahrscheinlich das Wasser. Das machen wir nochmal vernünftig jetzt. Hoffe ich zumindest. Eingekreist. Ich muss vorsichtig vorgehen. Du kommst mal mit.
Mein Freund. Schnell weg hier. Ich glaube, ich habe ein paar erwischt. Mit meinem Granatenpfeil. Kann ich unter Wasser eigentlich keine Pfeile bauen? Scheiße. Das ist ein bisschen bescheuert. Weil aus dem Wasser raus kann ich auch nicht schießen. Nee, kann ich auch nicht. Wie wär's, wenn du dich mal verpisst? Und du auch. Woher wissen die denn, dass ich hier unten bin? Könnt ihr mal weggehen? Leute! Hau doch mal ab da! Muss ich woanders hintauchen? Da hinten ist auch noch eine Öffnung. Keine Ahnung, ob ich jetzt wen getroffen habe. Muss es erstmal hier hin locken jetzt. Na, seid ihr da? Ja, da sind sie. Okay. Gehe ich jetzt mal hier rüber. Die Pfeile habe ich dann noch. Einen Sprengpfeil. Der letzte Sprengpfeil. Was habe ich denn hier noch? Ein Giftpfeil habe ich noch. Gucken, ob ich den einsetzen kann. Was hier auch alle im Wasser rumliegt. Lauter Trucks. Können die alle kein Auto fahren? Bin ich hier? Nein, nein, nein. Das habt ihr falsch gesehen. Ich muss unbedingt mal Pfeile herstellen das nächste Mal. Kommt schon hierher. Kommt. Kommt zu Mama. Genau, da müsst ihr hin. So. Und ich gehe auf die andere Seite wieder. Junge, Junge. Musste echt voll aufpassen. Scheiße. Das war so nicht geplant. Aber wenigstens ist einer weniger. Ich glaube, drei Stück sind es noch. Giftpfeil benutzen dann. Ganz schön fiese Ecke hier. Wenn ich ja mal was sehen würde. Hier. Komm, leg dich nieder. Das war der letzte von ihnen. Puh. Ich muss zurück zu Jonah. Das war fies. Meine Fresse. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara.
hier. Lara, hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Dann auf! Der darf nicht sterben. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern.
Jonah hat's überlebt. Das finde ich erstmal ziemlich cool. Und hier unten geht's wohl nach Kitesh durch einen geheimen Eingang. Und wie es da unten aussieht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann!